Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 13.08.2020. Und zum Mittwoch hat sich unser DAX ordentlich oben rausschieben können. Schon ein bisschen waghalsig, fast was er probiert hat. Da hätte ich, also ich glaube, das bin mir nicht so sicher, ob das jetzt nachhaltig werden kann, weil da ein bisschen zu ambitioniert einfach angegangen ist. Also hätte er sich das zum Mittwoch vorgelegt, zum Donnerstag dann hier auf dem Niveau seitwärts geschlagen und zum Freitag oben rausgeschlagen. Ich glaube, dann hätte er Freitag richtig viel schaffen können. Ob ihm das jetzt zum Donnerstag gelingt, wo er ja eigentlich auch immer nach unten viel arbeitet, also nach oben und nach unten viel arbeitet, ist natürlich jetzt ein schwieriges Unterfangen. Also ich glaube grundsätzlich, wer im Long Trigger sich hier noch Long reinnehmen hat, der ist zumindest nicht in den Tränen gestorben. Hier unten ist er uns ein bisschen abgehauen aus dem Dreieck, ja, zum Nachmittag raus. Hätte er eigentlich dann nochmal nach unten ziehen sollen. Durchaus nochmal hier so ein bisschen unter die 900 vielleicht gucken und zurück. So, das ist nicht passiert. Das heißt, das Dreieck ist raus. Damit ist auch die Fortsetzung für den Donnerstag raus. Das heißt, das können wir komplett rauslöschen und umkalkulieren. Und da müssen wir schon deutlicher umkalkulieren, weil es ist Donnerstag. Im Grunde würde ihm jetzt hier ein Aufwärtsgap ganz gut stehen. Aber ob er das halten kann, also ich finde, es ist zu ambitioniert gewesen vom DAX zu mutig. Der DAX ist nicht so der übelste Super-Typ und Superheld halt. Ne? Unser DAX ist schon eher oft auch einfach ein kleiner Schwächling, ein kleiner Krüppel. Und kriegt es nicht so richtig hin, nicht so richtig gebraten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einem kleineren Aufwärtsgap reinkommen, vielleicht so um die 13.130 und schon von dort dann schon wieder deutlicher anfangen gegenzutreiben. Also was in die Richtung hier könnte ich mir durchaus vorstellen. Es dauert aber kurz, bis ich es auch gezeichnet bekomme, weil wir haben einen Donnerstag und der gibt nach unten jetzt viel Spanne halt. Also hier unten war so auf die, ich sag mal, 9,95 oben drauf zu setzen, vielleicht noch eine 9,80. Das wäre nochmal denkbar. Dann vielleicht ist sogar noch eine Etage tiefer hier bis in den 9,10er Bereich. Von dort könnte er dann schon wieder richtig deutlich auch nach oben anziehen und sich hier wieder hochziehen. So halt. Na, das wäre so ein bisschen die Erwartungshaltung, die ich jetzt für den Donnerstag mitgeben würde. Sollte der aber trotz aller Vorteile hier saustark unterwegs sein und einfach einen Scheiß drauf geben, dass wir sagen, dass er Donnerstag nach unten geht. Und er treibt einfach hier oben weiter und er schiebt über die 13.130, schiebt über die 13.150, über, ich sag mal, hier 13.170 noch. Das ist auch nochmal eine schwierige Zone. Dann sind hier neue Hochs drin halt. Ne? Also dann kann er an die 300 ran, die 300 und die 330. Und darüber letztendlich ja noch weiter halt. Ne? Da hört die Welt nicht auf. Also da kann er dann, wird er dann auch immer mehr Tempo aufnehmen. Das wäre jetzt für den Donnerstag ungewöhnlich, aber man sollte niemals nie sagen. Halt, ne? Habe ich eigentlich die Scheine schon gezeigt? Nee, weil da müssen wir jetzt kurz sprechen. Ich würde nämlich nur ändern, also das ist ja quasi der gleiche geblieben wie gestern. Wenn ich jetzt einen neuen Donnerstag mal suchen würde für die Aufwärtsstrecke, würde ich wieder auf den so vom Vortag zurückgreifen. Sind jetzt doch wieder ein bisschen höher gekommen, damit der nicht zu wenig Wumms dann halt auch hat, ne, auf die Aufwärtsstrecken. Würde ich dann halt den wählen. Konrad, Bertha, 6, Nordpol, Zebra, Konrad. Ja, das wäre die Wahl. Und deswegen hier die Betonung nochmal, weil hier wäre dann entsprechender K.O. Ich sehe es aber eigentlich nicht. Technisch würde ich es Ihnen mit einzeichnen, aber das wäre für den Donnerstag, weiß ich nicht, wäre ein bisschen übertrieben. Also der Dow steht da vor einem wichtigen Level, stehen viele eigentlich so vor allem zu wichtigen Punkten, zucken auch deutlicher nach unten gerade alle. Auch der DAX ist hier an der 13,80 einen wichtigen Bereich angelaufen halt. Ne? Steht jetzt hier unter den letzten Tiefs. Dass er da jetzt richtig loseskaliert, weiß es nicht. Ich jetzt, soll niemals nie sagen, aber typischer wäre das für einen Donnerstag halt. Ne? Muss man ein bisschen drauf achten auf der Oberseite. Kann hohe Fliehkraft entwickeln, der DAX zum Donnerstag halt. Ne? Auch wenn er sich auf der einen Seite weit rauslehnt, er kommt da oft immer richtig zurückgepfeffert in die andere Richtung. Deswegen passen sie da gut auf. Ich glaube, das Bild, wie wir es hier gesetzt haben, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ja, bisschen seitwärts, bisschen Schlagkraft einplanen. Unterstützung von oben haben wir jetzt um die 13.000 ist eine Unterstützung. Wir haben auf 12.69, 12.49 eine Unterstützung. Oder vielleicht 12.59, um es konkreter zu zentralisieren. Dann haben wir hier unten die 900 noch. Das könnte ich mir vorstellen, dass er dort vielleicht dann auch sogar bremst, dass er dort gar nicht tiefer gehen kann zum
zum Donnerstag. Da hat er schon zum Mittwoch jetzt ganz gut verweigert. Und sollte Tiefe gehen, wäre hier unten noch das Gap zu schließen, aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Also in die Richtung vielleicht, dann könnte er sich zum Freitag überlegen, ob er abkippt und das Gap zu macht, aber das ist schon, der ist schon momentan recht bullig drauf. Da muss erstmal wieder ein richtiger Knick in die Optik kommen, damit wir hier nach unten dann wieder attraktive Kurslevel anzielen können. Und das ist einfach jetzt, ja, es ist eine starke Leistung gewesen halt, ne? Also ist deutlich, deutlich stärker gewesen, als ich das erwartet habe. Das muss man so sagen. Das muss man so sagen und das muss man ihm auch einfach mal anerkennend zugestehen. Okay, also auch aufpassen, wenn er Stärke zeigt, wenn er Stabilität zeigt, im Zweifel 200 und 300 dann tatsächlich auch erreichbar. Ne? Ja, das ist einfach so. Punkt. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ist über die 1350 schon drüber. Wenn er sich daraus jetzt Stärke ziehen kann und dieses Kostenniveau hier einfach ignoriert, diesen technischen Widerstand, wenn er den überrennt, danach sieht es momentan noch nicht so aus, so wie ihr hier rumschaut, aber wenn er trotzdem über Nacht und so weiter das jetzt richtig rausgetreten kriegt, dann ruhig nach oben da ein bisschen, naja, gedanklich öffnen. Ja? Und ansonsten unten die Marken sind, denke ich, klar. Damit haben wir eigentlich ein schönes Spielfeld für den Donnerstag, könnte schön Bewegung sein, könnte Spaß machen, können wahrscheinlich auf beiden Scheinen gut Spaß haben. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Also im Tageschart können wir noch kurz reingucken. Eine schöne grüne Kerze jetzt hingestellt. Die sieht natürlich noch wesentlich mehr aus als diese letzte Kerze. Auch hier muss man anerkennend sagen, das ist schon eine starke Leistung. Und hier müssen wir jetzt auch ein bisschen gucken. Sollte nämlich hier weiterarbeiten, hat man hier dann Kurs hier 13.500. Da ist noch ein offenes Gap. 13.560. Das wäre so ein bisschen das nächste Ziel. Wenn er sich hier aus dem Band oben rausgeschlagen bekommt, können wir vielleicht auch einfach mal noch einen kleinen Trigger mit reinlegen hier, sollte das machen, dann sicher da aufs Gap zu. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob er da die große Umkehr noch planen muss oder ob er dann gleich bis Allzeithoch durchzieht. Naja, so mal gucken. Das sollte man ein bisschen mit Vorsicht genießen, dann da, wenn man da groß auf dem Gap short will, aber. Ja, viel ist nicht mehr. Viel ist nicht mehr da oben bis zum Allzeithoch. Das ist einfach Fakt. Kommt dem immer näher. Und jetzt hat er sich schon wieder hier rangeschoben, ordentlich. Mal gucken. Ich persönlich denke ja, also für mich ist das ja, weiß nicht, erzählt es Ihnen sowas nicht oft, aber ich denke schon, dass Sie das auch noch in Erinnerung haben und auch nicht davon ausgehen, dass ich meine Meinung auf dem großen Bild täglich ändern muss. Aber für mich ist das immer noch diese Seitwärtsphase, die wir eigentlich hier haben wollten. Für mich ist das diese Seitwärtsphase, wo alle wirklich auf Long getrimmt werden, wo gar keiner mehr Bock hat, langfristig irgendwie Short zu halten. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir das Ding hier nicht nach oben bis zum Allzeithoch auflösen, sondern wenn das wirklich unser Anfang wird, hier unten nochmal einen Bug zu schlagen und dann auch wirklich einen größeren Bug zu schlagen. Aber dafür sind aktuell noch keine Startzeichen da. Das wäre eins gewesen, das hat er nicht verwandelt gekriegt, hat er nicht fortgesetzt. Jetzt haben wir hier eine attraktive Rücklaufmarke gerade. Mal gucken, was er jetzt von hier wegstellt, aber der muss halt hier unten drunter, der muss eine Tieffolge reinkriegen, dann kann man da auch über neue Ziele hier unten nachdenken, solange das jetzt nicht ist, ja, im Zweifel sogar einfach mit der Bewegung mitgehen halt, ne? Deswegen da auch unser Long Trigger hier oben und das Bewusstsein. Aber so von der Einordnung her, wie schätze ich den Markt ein? Also mich würde das nicht wundern, wenn der sich hier irgendwie noch rausmogelt. Und sich hier wieder runterlegt und dann das hier unten probiert. Also, das nicht direkt, das hat er über 2 Monate jetzt Zeit, das zu machen, ne? Aber können wir das schon vorstellen, dass er sich hier auch runterschiebt. In dem Moment, wo das keiner erwartet und dann kommt wahrscheinlich, was weiß ich, kommt eine US-Wahl und dann stehen wir noch mit so einer riesenlangen Kerze dann wieder irgendwo in der Prärie. Na, und dann geht wahrscheinlich entweder die richtige Rallye los oder dann geht nochmal richtig der Stress nach unten los. Also, das so meine übergeordnete Dings, weil ich manchmal den Eindruck habe, die Leute vergessen das, was ich eigentlich übergeordnet für ein Szenario für unseren DAX vorgesehen habe. Also bin da schon eher ein bisschen vorsichtiger eingestellt. Das haben wir auch die letzten Wochen immer wieder gesagt, weil hier so viele, 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 viele im privaten Sektor in die Aktien reingetrieben werden gerade und auch so viele, viele, viele kaufen. All die, die hier unten gesagt haben, oh nee, ich warte noch und oh nee, die haben sich hier alle short eingedeckt, ganz, ganz, ganz lange, weil sie hier auf die 7500 wollten. Bis hier haben noch ganz, ganz, ganz viele immer short eingedeckt. Und hier oben fangen jetzt alle an, Longs und Aktien zu kaufen. Das ist für mich halt immer so, es passt halt nicht. Ne? Es ist für mich so ein bisschen kontraindikativ einfach. Es ist für mich so ein bisschen ein Zeichen, dass
der Markt in die privaten Hände übergegeben wird, ne? Also dass die öffentliche Beteiligung quasi gerade stattfindet. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man den dann dort genau in dem Moment wegdreht halt, ne? Weil dann hat man schön das Geld weg, dann kann man die unten zum Beispiel mit einer langen Kerze zur US-Wahl wieder alle rausscheuchen, dann haben die wieder alle Angst und denken, jetzt kommen die 7500, verkaufen alle wieder ihre 18, dann können die ganzen Institute die wieder aufkaufen und dann machen sie das gleiche wieder, während alle hier in die Shorts reingreifen, ziehen sie das Ding wieder hoch, dann kaufen alle oben die Aktien wieder ab und die werden jetzt los und dann funktioniert die Börse so, wie sie funktionieren soll. Ja, das ist einfach nur der Grundgedanke dahinter, so ein bisschen. Ne? Also, das ist so meine Erwartungshaltung. Von daher bin ich nicht ganz so optimistisch, dass wir tatsächlich auch das Allzeithoch sehen. Aber war ja hier in der Phase tatsächlich auch psychologisch betrachtet im Marktumfeld bei den Marktteilnehmern eben genau das macht, was ich mir eigentlich hier erwartet hatte, was aber hier nicht kam. Wir waren viel zu viele noch short drin halt, ne? Und viel zu aggressiv, auch auf eine zweite Welle ist hier keiner gerade mehr oder ganz, ganz wenige halt. Ne? Haben schon viel zu viele aufgegeben, viel zu viele ihre Shorts weggeworfen, verkauft und in Longs umgedreht. Sagen sich jetzt, ach komm, ich kaufe Aktien, ach und wenn er fällt, dann kaufe ich wieder nach, kommt eh alles wieder hoch. Also das ist eigentlich genau, das ist, also auch wenn wir uns die alten Videos angucken zu diesen Verläufen, ne, wenn mal auch ein längerfristiger Trendwechsel kommt, das ist eigentlich vom Stimmungsbild, das ist perfekt. Das muss deswegen nicht klappen, aber ja, ich kann es nur so sagen, es ist halt ideal gerade, also auch vom Stimmungsbild. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie er das auflöst. Der muss es aber erst auflösen. Also es bringt dir nichts, dann sich dagegen zu stellen, wenn er nicht mitspielt. Ja, also letztendlich hier genauso gewesen. Wir haben es ja hier erwartet, das kommt jetzt erst hier. Aber auch kann auch diese Bewegung, wie die hier einfach nach oben wieder mit dem nächsten langen Schub halt auslösen. Dann Pech gehabt halt. Ne? Dann ist die Idee, das Szenario nicht aufgegangen. Aber ich würde trotzdem. Ja, ich bin halt nicht so, bin halt nicht ganz optimistisch, dass wir da das so rausfinden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sich jetzt hier Stück für Stück dann halt wieder ein bisschen fies zurechtlegt und dann hinten raus halt echt hier irgendwo um die Wahl rum dann halt echt eine blöde Situation wieder generiert, die viele unter Stress und unter Druck setzt. Mach's gut, viel Erfolg zum Donnerstag. Schön bitte ein bisschen seitwärts mit einplanen. Also volatile Ausstieg auf beiden Seiten bitte zum Donnerstag einplanen. Ist einfach, kommt halt einfach an, gefühlt 8 von 10 Donnerstag. Gibt auch Ausnahmen, aber Charttechnik und so weiter ist ja dafür da, das zu traden, was oft passiert. Ne? Okay, ich mache aus. Viel Erfolg. Tschö.